Du möchtest gerne noch 21. Wie viel haben wir? 19. 0 von 3 Glöckchen. Machen wir hier drüben das noch fertig. Wunderbar. So, jetzt noch den da drüben. Spyro, du hast unsere Stadt aus den Klauen der bösen Zauberer befreit. Nimm bitte diese Kugel. Ich sehe, dass sie dir bei deiner Reise helfen wird. Ja. Und das wäre wieder der Talisman. Die Talismankugel. Irgendwie steht das Ding ein bisschen abseits. Ich glaube, das hätte eigentlich da vorne hingemusst, oder? Gut. Ja, ich würde sagen, wir machen dann erstmal noch fertig. Ich glaube, da ist ein Leben rumgeflogen, oder? Nee. Dann habe ich mich verguckt. Ich möchte noch nicht mit dir sprechen, weil du bist... Ich mag das. Ich glaube, hier komme ich aber nicht hoch. Ich möchte nicht mit dir sprechen. Du bist blöd. Lass mich in Ruhe. So. Auf jeden Fall, um da vorne durch die Tür zu kommen, müssen wir dem halt folgen. Ganz unauffällig. Was ist hier schon? Okay, dann machen wir jetzt das mit hier drüben nehmen, wo wir da hoch mussten. Erstmal mit dir reden, genau. Unsere mystischen Glockentürme sind von Trollen überfallen worden und die Glocken haben seit Tagen nicht geläutet. Ich habe einen Feuerspruch an den Trollen ausprobiert, aber das machte sie noch verrückter. Dieser Super-Eis-Powerpunkt wird die Trolle abkühlen. Aber die Glocken müssen endlich läuten. Sie läuten, wenn du dagegen läufst. Trolle einfrieren, gegen Glocken laufen, damit sie läuten. 5 von 5 Sternchen. So, jetzt müssen wir die nämlich im richtigen Moment einfrieren, damit wir hier hochkommen. Und das gleiche ist dann auch hier drüben. Und die bleiben halt nicht für immer eingefroren. Leider. Aber die machen uns auch nichts. Also die greifen uns auch nicht an. Das ist ganz gut. Mom. 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 Das ist, glaube ich, ganz gut. So, wenn er hier oben auftaut, dann kommt er, glaube ich, hier rüber gelaufen. Ja. Machen wir erstmal den hier. Nein. Die Kamera lässt mich gerade ein bisschen im Stich. Also, hat mich im Stich gelassen. Wir holen uns mal nach.
Nächstes Mal fackel ich ihn ein bisschen. Näher hier an. Ich weiß gar nicht, können wir... Jetzt willst du dafür wohl eine Kugel haben. Ich fürchte, das geht nicht. Da ist noch eine Glocke übrig. Du kannst sie mit dem Wirbelwind hinter mir erreichen. Jo. Danke, Spyro. Ich hätte nicht gedacht, dass du es schaffst. Hier hast du ein Andenken aus dem Souvenirladen von Wolkentempel. Oh, ganz schlimm, die Gummibärchen hier. Muss hier nochmal hoch. Kamera lässt mich heute echt ein bisschen im Stich. Wunderbar. Hurenfickerei. Oh, das ist doch nicht dein Ernst. Oh, das ist so nervig, ne? Dankeschön. Endlich. Ah, da war sogar ein 25er Ball. Ei, ei, ei. So, jetzt kommt der Spacko. Ich bin ein Geheimagent. Ich gehe zu meinem geheimen Versteck. Nur Mitglieder meines Geheimclubs dürfen dorthin. Ich gehe erst, wenn du dich hinter dem Baum versteckst, so dass du mich nicht siehst.
Hinter Baum verstecken, Agent 0 folgen. Der hat die ganze Zeit in sein Geheimversteck gehen können, oder muss der jetzt damit angeben, ne? Okay, wir müssen hinter dem Baum. Ich bin zu schnell, als dass mir jemand folgen könnte. Diesmal möchte ich dich lieber nicht erwischen, wie du hinter mir herschleifst. Mein Versteck ist nur für Mitglieder. Ist ja gut, du Idiot. Diesmal ich weiß nicht, ob wir nochmal zu dem anderen Baum rennen müssen. Oder ob der direkt in das Haus reingeht. Diesmal möchte ich. Ich werde jetzt einfach hinter dem Baum mal stehen. Und hoffe, dass er mich nicht sieht. Oh, das wird knapp. Diesmal. Draußen spielen wieder irgendwelche Plagen rum, ey. Ich bin nicht so. Ich mag Kinder nicht so. Oh Mann, ich bin doch dahinter gewesen. Diesmal möchte ich dich lieber nicht erwischen. Oder müssen wir uns einfach nur so ein bisschen schräg dahinter verstecken? Ich weiß es nicht. Ich meine, ich werde da... Ups.
Ja, da war ich selbst dran schuld. Ich meine, ich wäre aber damals auch Diesmal immer nach möchte hinten ich dich gelaufen, lieber also nicht zu dem anderen erwischen, wie du Baumland. hinter mir herschleichst. Ich hasse den so. Da war ich zu früh. Diesmal möchte ich. Oh Mann, Agent Fakko, ey. Was? Du bist hierher gekommen, ohne mir zu folgen? Dann bist du doch ein Mitglied meines Geheimclubs. Hier, nimm diesen Dekodierer. Damit können wir Geheimnachrichten austauschen. Blöd, Mann. Ja. Mir jetzt noch ein paar Edelsteinchen einzusammeln, dann wäre das Level endlich fertig. Habe ich für zwei Level heute eine Stunde gebraucht. Das ist viel. So. Wo sind hier die restlichen Edelsteins? Irgendwo da unten. Yay. Wunderbar! Wir haben es geschafft! Gibt's den Strudel? Bitte lass dir den Strudel geben. Warum muss ich aber den Weg da hochlaufen, ey? Das ist jetzt nicht so weit, aber... Man hätte da einen Strudel hinmachen können. Hätte, Fahrradkette. Das war dann die Aufnahme für heute. Ich hoffe, euch hat diese kleine Aufnahme gefallen und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Tschüss!